Hier ist wieder euer Michael. Es geht weiter mit dem Citroën C4 und zwar WRC 2008 und zwar von Sebastian Lö. Wir beschäftigen uns heute damit mit dem Interieur. Und zwar gibt es wieder ein paar Steuergeräte, die wir einbauen und wieder ein paar Kabel, die wir anschrauben, die wir verlegen. Und ja, Steuergeräte, Handbremsseil und Schalthebel. Das ist das, was wir heute dann auch machen werden. Und wir werden auch gleich mal loslegen. Erstmal auspacken. Auto erstmal beiseite. Hier haben wir das Fußplate. Hier haben wir wieder ein paar Teile für das Steuergerät. Hier haben wir noch einen kleinen Teil. Handbremshebel, Schrauben. Und hier ist nochmal eingepackt. Ah, bin nicht raus. Eingepackt. Ein Schaltgestänge. Handbremse. Und die Kulisse dazu. Und wir fangen auch gleich dann an. Und zwar sollen wir erstmal das Steuergerät hier zusammenbauen. Das geht relativ einfach, indem wir das hier verbinden. Wird einfach nur gesteckt. So, damit haben wir schon mal die erste Position, das erste Ausgabe schon mal erledigt. Und werden das Ganze jetzt hier mit einbauen. Zack. Und zwar soll das jetzt das Teil hier hin. Und zwar, wenn wir mal gucken, in welche Richtung ziehe ich dich daran. Also. Nee, so nicht. Muss ein bisschen anders machen. So ist jetzt. Ja, doch andersrum. Steht nicht da. Nö. Also wie rum ist die Position eigentlich relativ egal. Obwohl doch, da ist ein größeres Schraube. Doch, ist richtig rum, so wie ich das halte. Wie ich zuerst hatte. Jetzt ist er drin, jetzt hat es geschnackelt. So sieht jetzt das Teil aus. Da soll das rein und jetzt wird das Abstützteil hier reingesetzt für die Füße. Zwar hier drin, so. Und wird mit CP-Schrauben verschraubt. Die haben wir hier. Zwei Stück und zwar von der anderen Seite. Gucken, dass wir das so hinkriegen und zwar von hier. Zwei. Genau. Dann haben wir das jetzt hier auch drinne. Dann ist das jetzt erledigt. So, jetzt geht es weiter. Erstmal beiseite. Und zwar brauchen wir diesen Halter hier und den Hebel. Und zwar
ein bisschen duster aufgenommen, die ganze Geschichte. Oder brauchen wir erstmal das Teil hier? Nee, das Teil brauchen wir hier, oder? Genau, das Teil. Und zwar mit dem Hebel hier. Der kommt so rein und wird. Tja, wo wird der jetzt verschraubt? Im hinteren Teil oder im vorderen Teil? Ne, im hinteren Teil. Der verschraubt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie rum das Ganze sein soll. Das ist gar nicht so einfach so rum. Das heißt also, dieser Hebel hier, dieser Teil muss in die Richtung zeigen. Und wird hier verschraubt. Und zwar gucken wir mal nach mit VP-Schraube. Das ist eine X. Wo ist die VP-Schraube? Da ist die VP-Schraube. Das ist eine ziemlich lange. Mal gucken, ob uns das hier wieder gelingt. Das muss ich mal so machen. Genau. Und jetzt. Dabei habe ich gar nicht doll gedrückt. Ach nee. So, jetzt aber hier. Schluss mit lustig. Jetzt richtig? Ja, so sieht es aus. Genau, so funktioniert es. Ja, perfekt. So sieht es aus. Gut, dann brauchen wir diese Stange. Und das ist wieder mal nicht so ganz genau zu erkennen, wie rum die Stange soll. So rum oder so rum? Jetzt nach oben? Doch, müsste so nach oben sein. Nach unten? Nee. Der Hebel muss nach, das Ganze muss nach oben zeigen und wird dann hier zwischen verschraubt. Und zwar mit einer KP-Schraube. Von hier. Genau, ist drin. Jetzt kann man sehen, wie das funktioniert. Wird natürlich geführt und nicht immer nach oben und unten. So sieht es schon mal ganz gut aus. Hier ist auch eine Beschriftung zu sehen, aber was für eine Beschriftung kann ich nicht lesen. So, dann kommt ein Halter da vorne rauf, und zwar der Stift hier, dieser Teil kommt hier vorne rauf. Mal gucken, wie rum. So rum. So, das Teil hier aufgesetzt. Aufgesetzt. Und jetzt wird es wieder lustig. Jetzt geht das um die Verschraubung in dem Teil hier drin. Ein bisschen beiseite setzen. Und zwar hier. Seht uns nach vorne. Und zwar. Einmal so, das muss hier vorne rein, geht hier unten durch. Hier unten durch. So. Und wird hier vorne eingehakt.
und zwar hier vorne. Dazu müssen wir erstmal den hier festschrauben. Genau. Das passt schon so. Jetzt schrauben wir jetzt mal fest. Mit welchen Schrauben? Mit AP-Schrauben. Die haben wir hier. Mal gucken, wie wir das jetzt hier halten kriegen. Und zwar hier unten drunter. Und hier unten drunter auch. Ja. Dankeschön. Ja, das war eine kurze Unterbrechung. Weil mir wurde von meiner lieben Frau der Kaffee gebracht. Vielen Dank. Prost. Mmh. Der ist lecker und heiß. Oh, lecker. So, gut. Dann können wir jetzt weitermachen. Gestärkt weitermachen. Das haben wir gemacht. Jetzt müssen wir mal gucken. Da wollen die schon wieder... Das haben wir verbunden. Die Stange muss hier vorne eingesetzt werden. Die wird hier vorne eingesetzt. Nicht ganz so einfach hier. So, jetzt ist er drin. Jetzt kann man ihn zwar nicht mehr bewegen, aber das wollen wir ja auch nicht. Der ist dann halt so fest. Genau, so haben wir das jetzt. Jetzt brauchen wir das Teil hier oder die beiden Teile. Da kommt jetzt das Teil, was auch immer das ist. Wie gesagt, das Teil. Ach, ich finde das immer so herrlich, diese schwarzen Fotos. Das sind die drei Punkte, die hier rüberkommen. Kommt hier so und dann muss da drinnen hier mit rein. Hier sind zwei so eine Aussparung. Da kommt das Teil hier so mit rein. Genau. Das ist die Hydraulik dafür. Und das wird jetzt oben drüber gesetzt. Gucken, dass das jetzt hier. Ne, da ist er rausgerutscht, na klar, logisch, warum sollte doch anders sein? Dann nochmal auseinandernehmen hier. So, nochmal einsetzen. So, jetzt ist das so. Jetzt sieht das so aus und das passt jetzt. Jetzt haben wir das fertig. Dann geht das jetzt weiter. Genau, haben wir zusammengesetzt. Und kommt jetzt neben dem Schalthebel.
Und zwar hier hin. Gucken, in welche Position nach vorne. So kommt dann jetzt die Handbremse hin und wird mit einer XP-Schraube verschraubt. Und dann geht es wieder an die Schläuche. An die Schläuche. Schläuche verlegen, Kabel verlegen, verschrauben. Wie auch immer man das nennen will. So, jetzt mal wieder diesen Haltemann machen hier. Und da haben wir die Öffnung. Genau. So, damit haben wir das Teil auch dran, ne? Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir jetzt schon wieder für Schläuche machen müssen. Da brauchen wir wieder eine ganze Menge. Wir brauchen 4 Stück in 30 mm und eine in 230 mm. Also 2,3 cm und 3 cm. Das werden wir mal gleich machen. So, also 4 x 30. Genau, können wir das nur zusammenlegen? Ne, ich messe die mal lieber ab hier. Macht mehr Sinn. 2. Dann bin ich gleiche Länge, ja, naja. Ein bisschen schummelt hier. So, nächste. Da. So. Bisschen gerade machen hier, damit es auch funktioniert. Hier nehmen wir die andere Seite. So. Zack. Nächste, jetzt haben wir die und jetzt brauchen wir eine 230 mm. Gut, da reicht dann die Nani aus. Anlegen hier. Gucken, dass das jetzt reicht. Hier reicht es. 230 haben wir hier. Und hoffen, dass das jetzt passt. Dass wir nicht irgendwelchen Blödsinn geschnitten haben. So, dann geht das jetzt los. Und zwar. Jetzt wird es interessant. Und zwar müssen wir jetzt erstmal und zwar geht das hier um diese Bauteile hier. Und zwar, was haben wir denn jetzt hier? Eieieiei. K1. Das sind die hier. 54K1 müssen wir jetzt an welch bauen? Gehen alle an die Konnektoren hier dran. Mal gucken, dass wir das hinkriegen. Du 50H. Das ist jetzt alles ein bisschen. Also die kommt denn da ran? Ach, das sind die, die hier vorne rankommen. Also gut. Das ist der hier. Ja, genau. Genau. Das müssen wir
müssen wir dann auch gleich fixieren, die Dinge. Ich hätte auch von vorne anfangen können, dann hätte ich mir. Nehmen wir den nochmal ab, machen den hier vorne rauf. Und da wir die gleich biegen werden, in eine bestimmte Richtung, werden wir die auch gleich fixieren, damit die uns nicht abhauen. Bevor das dann schief geht. Dann können wir die nämlich auch gleich wieder in die Position bringen, wo sie hingehören. Und zwar nämlich hier vorne an dieses Bauteil hier. C geht an 1. C ist blau. Blau geht an 1. 1 ist vom oberen dieser Teil hier. Geht an 1. So. Dann haben wir A4. A4 geht an dem unteren. A4 ist gelb. Geht an dem hier ran. Dann B. B ist B3. 3 geht an den untersten ran. B ist rot. Das ist der hier. Den müssen wir jetzt erstmal hier eine Runde durchfuchteln. Der geht an dem unteren ran. Ich muss das mal jetzt zu mir nehmen, damit ich das sehen kann. Noch einer übrig. Wo haben wir den jetzt hingepuppelt? Welcher ist denn das jetzt hier, der übrig geblieben ist? Das ist der. Es tut mir leid, dass ich euch das jetzt hier nicht so richtig zeigen kann. Der ist das hier. Muss den jetzt hier hinten raus. Da hinten durch. Und da hinten. So, warte mal, der muss nach oben und der muss hier nach unten ran. So, ich schreibe mal ganz laut, das ging schneller als ich dachte oder besser als ich dachte. Sollen wir jetzt immer die erstmal gleich fixieren hier, damit hier nichts schief geht, wenn die Dinger wieder abgehen. Dann ist das echt doof. So, damit heißt, haben wir jetzt hier die ganzen Leitungen hier verarbeitet und die sind jetzt dann da dran. Jetzt brauchen wir die große Leitung. Die geht von dem hinteren Teil, also in dem hinteren, also sprich von diesem Schnullifatz. Geht die Leitung nach
Wo ist der Tankdeckel? Hier ist der Deckel. Da ist der Deckel und dann müsste das die Leitung sein hier. Genau, hier muss sie rein von da nach da. Das heißt also, er wird hier im vorderen Bereich aufgesetzt. Muss das mal leider ein bisschen drehen wieder. Gleich wieder eine Fixierung machen und jetzt soll das Kabel soll jetzt hier nach hinten gehen, hier vorbei und soll hier mit rein und wahrscheinlich durch, geht man davon aus. Genau. Sollen hier hinten raus. Genau. Mal gucken, dass wir die Leitung jetzt hier noch ein bisschen zurück. Ja, mal gucken, müssen wir mal gucken, wie weit wir die dann entsprechend brauchen hier die Leitung, wie weit die dann hier hinten raus soll. Weil wir müssen das ja hier hinten auch noch recht vernünftig verlegen. Geht das jetzt hier an der Seite lang, hinter dem? Ne, der geht hier außen lang. Ja, dann nehmen wir das einfach mal so hin, wie das aussieht. Jo, dann haben wir auch die Ausgabe, schon wieder vergessen, 54, haben wir denn schon wieder gemacht. Und zwar haben wir hier das Steuergerät montiert, Fußpedalbind montiert, Schalthebel montiert, Bremshebel montiert. Und die Leitung hier vorne drinne auch verarbeitet. Ja, es nimmt Hand an. Also ich muss mal ehrlich gestehen, zu diesem Zeitpunkt, wo ich noch Motorsport gefahren habe, gab es nicht so viel Steuergeräte, wenn überhaupt eins maximal. Und damit hat sich der Film schon. Und für die LJ-Tronik, KJ-Tronik gab es kein Steuergerät. Tja, das hat doch eine ganze Menge hergemacht und ah, man ist doch erstaunt, wie durch diese ganze Computertechnik die Motorenleistung hochgesetzt wird und um trotzdem weniger Sprit verbraucht wird. Ja, okay, das war's. 54 von Citroën C4. Dann habt schönen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei meinem anderen Projekt mit bei und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, euer Micha.